Dann starten wir einmal. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den FC St. Pauli morgen Abend um 18.30 Uhr. Stadiontore öffnen um 17 Uhr. Es wird keine Tageskassen mehr geben, aber es sind online noch Tickets für den Heimbereich verfügbar. Also wer da gerne morgen Abend noch dabei sein möchte, kann sich da noch mit Tickets eindecken. Wir rechnen mit 2250 Gästefans und der Gästeblock wird komplett ausverkauft sein. Ja, Jens, vor der Länderspielpause nochmal ein Flutlichtspiel morgen Abend gegen St. Pauli. Die Hamburger sind mit einem Sieg und drei Unentschieden in die Spielzeit gestartet. Was erwartest du morgen Abend? Ja, hallo erstmal in die Runde. Also, ja, St. Pauli hat 6 Punkte, die letzten 3 Spiele 0-0. Aber es erwartet uns eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Das muss man schon sagen. Es stimmen die Abläufe sowohl mit Ball als auch dann mit hoher Intensität gegen Ball. Also sie machen das gut und ich glaube auch, also sie hätten aus den 3 Spielen, wo sie kein Tor gemacht hätten, ich glaube so mindestens 4 hätten sie schon auch machen können. Das haben die Chancen hergegeben. Also man sollte das jetzt, dass sie das Tor eben nicht gemacht haben, nicht zu hoch bewerten. Gerade jetzt im letzten Spiel gegen Magdeburg haben sie eine sehr viele Torabschlüsse und Chancen gehabt. Und das ist halt eine Mannschaft, die in allen Bereichen eben gut ist. Sie spielen das sowohl flach als auch dann mit hohen Bällen, sind dann halt auch gut bei Standards, haben Wucht, haben Tempo und eben insgesamt eine physisch halt eine Mannschaft, die auch sehr viel läuft. Deswegen, das ist eine schöne Herausforderung für uns auf dem Freitagabend hier zu Hause bei uns im Stadion, wo wir natürlich auch irgendwo unseren Teil dazu beitragen wollen, dass wir hier die Punkte möglichst hier behalten aber dafür müssen wir halt alles investieren, was wir haben. Das wird dann halt auch wichtig sein, dass wir auf 100% kommen in allen Bereichen. Und dann kann das hier ein sehr interessantes Spiel werden. Janis Nicolaou wird fehlen. Er ist, wir haben es rausgegeben, 2 Spiele gesperrt. Wie sieht sonst personell vor der Begegnung aus? Ja, eigentlich ganz gut. Also das heißt, wir sind jetzt schon ein bisschen größer. Luke wird eventuell noch fehlen, der jetzt 2 Tage mal aussetzen musste, weil er wieder ein paar leichte Probleme hatte, aber wird wohl morgen wieder einsteigen. Und das bedeutet, dass wir dann schon jetzt auch mal die eine oder andere unangenehme Entscheidung treffen müssen, weil wir eben jetzt schon ein paar Spieler mehr sind. Okay. Dann war es das von uns im ersten Step und ich eröffne die Fragerunde. Wir haben einmal die Kollegen hier vor Ort und auch digital dabei. Wer möchte starten? Tobi Feuerhahn von der Braunschweiger Zeitung. Mikro kommt, Tobi. Ja, hi, erstmal auch von mir. Sie haben gerade zum Personal schon was gesagt, das heißt Sebastian Griesbeck auch wieder alles. Sebastian Griesbeck hat heute den Daumen gehoben, also er hat jetzt 3 Einheiten, glaube ich, mitgemacht die Woche und hat gesagt, dass es sich gut gefühlt hat und dass er da keine Probleme sieht. Wissen wir natürlich nicht, ob es morgen auch genau noch so ist, aber Stand jetzt gehen wir davon aus, dass Sebastian Griesbeck dabei ist. Jetzt kam vor kurzem mit Florian Krüger noch ein neuer Spieler. Wie sind so Ihre ersten Eindrücke im Training von ihm? Ist er einsatzbereit, vielleicht sogar schon Kandidat für die Startelf? Ja, das ist er auf alle Fälle. Also einsatzbereit ist er. Er hat jetzt 3 Einheiten mit uns trainiert. Natürlich war das jetzt eine kurze Woche, wo jetzt auch die Intensität nicht so hoch war, wo wir ja, gestern eine Einheit hatten, wo es natürlich noch mal ein bisschen mehr auch um taktische Sachen ging. Und er hat jetzt nicht viel Zeit gehabt, mit der Mannschaft so im Detail zu arbeiten, aber grundsätzlich ist es ja schon, auch wenn er erst 24 ist, schon ein Junge, der schon eine Menge Erfahrung hat. Und theoretisch ist er bereit. Wie wir das jetzt machen, da muss ich auch noch mal eine Nacht drüber schlafen, aber dann der jetzt direkt startet, aber ich denke, es ist auf alle Fälle im Kader. Dann. Dann noch mal kurz zum Transferfenster. Morgen schließt das Transferfenster. Gibt es denn noch einen bestimmten Spielertypen, den Sie sich wünschen würden? Tja, wir sind im guten Austausch. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet auf all das, was wir eventuell machen wollten. Ob jetzt alles klappt, das werden wir sehen. Also das können wir jetzt halt noch nicht sagen. Aber wir haben noch 2 Positionen. Und da gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert, ob wir die besetzen können. Welche wären das? Also was für Spielertypen schweben Ihnen davor? Ja, also wir bräuchten schon noch im zentralen Mittelfeld jemand, der dann halt auch offensiv und aber in der anderen Richtung eben auch mitarbeitet. Also so ein Achter und vielleicht auch als jemanden, der halt so beide Seiten, beide Außenbahnen halt so begleiten kann. Das wäre dann so das, was wir vielleicht noch suchen. Weil wir da, wenn jetzt
irgendwelche Spieler da ausfallen, da wird man dann schon noch Probleme kriegen. Würde denn jemand, mal angenommen, der vielleicht aus Island kommt und zuletzt in Italien gespielt hat, in dieses Profil passen? Der würde in dieses erste Profil passen, ja. Okay, das heißt, damit wären Sie zufrieden mit jemandem, also dieser Personalie als Kreativspieler? Ja, man muss das natürlich immer sehen, wie sich, das ist ein junger Spieler, der ist 22 Jahre, der hat natürlich schon jetzt ein bisschen was erlebt in Italien, ist aufgestiegen mit Lecce, hat jetzt erste Liga gespielt, ein paar Spiele und da kommt jetzt hier ein neues Land und ein neues Umfeld, also so ganz so einfach ist das dann halt nicht, aber grundsätzlich bringt er schon ein paar Fähigkeiten mit, wo ich sage, die könnten uns helfen. Dann schaue ich mal in die Runde, in die Digitale. Gibt es Fragen? Sebastian Stiegel von der dpa. Kleinen Moment. Hallo, hören ja, Sie mich? Jetzt hört man Sie. Moment, hier meine Technik zurück. Wunderbar. Ja, guten Tag, Herr Hertel. Nachfrage, wenn wir schon beim Thema sind und der Helgason heißt, der ist ja auch schon gerade subtil angekündigt worden, schon von der Braunschweiger Zeitung, deutlich das richtig, dass Sie suchen jemanden fürs zentrale Mittelfeld. Und das heißt, das Defizit sozusagen, was Sie ausgemacht haben, ist nicht unbedingt die Zehnerposition. Und auch einer der Gründe, warum Sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr Kreativität oder versprechen oder mehr Chancen zu kreieren, alles, was in den letzten Spielen ja sehr auffällig war, sondern eher der Bereich dahinter. Also ein bisschen mehr Tempo vielleicht auf der zentralen Position, nicht die Spielmacherposition, sondern weiter zurückgesetzt. Ja, Spielmacherposition, also es geht ja so schon darum, ich glaube, so direkt in reinen Spielmacher, den gibt es, glaube ich, so im Fußball ganz nur noch ganz selten. Also du brauchst dann schon auch Jungs, die halt gut mit gegen Ball arbeiten und im besten Fall dann halt sich dann halt auch noch ergänzen mit, jetzt haben wir Johan Gomez für so eine Position, Robin Krause ist dann, Yannis Nicolaou. Und dann, aber der Yannis Nicolaou ist ja schon ein Ticken defensiver. Also fehlt uns da schon noch vielleicht der ein oder andere, der dann noch, wenn mal jemand ausfällt oder in Formschwankung ist oder eben der Gegner irgendwie was hergibt, dass wir dann schon auch noch eine Alternative haben dafür, für so eine Position, die dann halt, sag mal, ein Stück weit offensiver besetzt ist im zentralen Mittelfeld. Weitere Fragen. Robert Witt vom NDR. Moin, ich hoffe, euch gut zu hören. Ja. Vielleicht einmal die Frage, ich habe vorhin gelesen, ja, 3 Punkte und 3 Platzverweise jetzt schon in dieser Spielzeit. Wie sehen Sie dieses Thema? Ist das was Sie persönlich extrem stört aktuell? Oder ist es am Ende dann doch nur, eine Aneinanderkettung von unglücklichen Umständen, die jetzt zu dieser Statistik beigetragen haben? Wie geht man damit so in der Trainingswoche dann auch um, taktisch? Naja, also erstmal so ganz groß thematisiert haben wir es nicht. Wir haben es natürlich oft gearbeitet, dass das halt immer auch Fehlerketten waren, die dazu geführt haben, dass dann halt irgendeiner ein Foul dann ziehen musste, um jetzt nicht irgendwo in den Konter zu laufen. Aber grundsätzlich sind das schon zu viele. Also wenn du permanent in Unterzahl dann spielen musst und dann auch noch eine relativ lange Zeit, dann ist es natürlich für uns extrem schwer, Punkte zu holen. Deswegen ist das klar, dass wir Spiele mit 11 Mann beenden müssen, dass das halt wichtig ist. Und trotzdem müssen wir halt 2 Kämpfe führen, weil das halt auch für uns wichtig ist. Wir können jetzt auch nicht immer alles irgendwo durchwinken und da nicht richtig hingehen, sondern wir müssen jetzt halt den Mix finden. So, und da sind alle Jungs gefordert, halt trotzdem eine saubere Zweikampfführung zu haben, aber eben so eine Situation auch im Verbund dann besser aufzufangen, dass man dann halt nicht irgendwie nochmal greifen muss oder nochmal irgendwie einen Fuß dann irgendwie reinstellen muss, sondern dass man das dann halt, dass das ein anderer dann halt übernimmt, der dann in einer besseren Position ist. Gibt's weitere Fragen? Frank Korner von Radio SAW. Herr Hertel, Sie haben schon gesagt, der FC St. Pauli hat eine ganz schöne Wucht entwickelt. Ich glaube, es waren 26 Torschüsse. Wie spielt man gegen eine solche Mannschaft? Am besten den Bus vors Tor stellen oder große Defensive und auf Nadelstriche hoffen? Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, sagen wir so, dass man halt, wir werden, und diese Phase wird kommen, da brauchen wir jetzt kein Prophet zu sein, dass wir halt so Phasen haben, wo wir tiefer stehen, aber es soll auch Phasen im Spiel geben, wo wir ihn halt ein bisschen, wo wir sie höher attackieren, wo sie zustellen. Deswegen wird das so ein Mix sein. Also und wir müssen sehen, wie wir es halt hinbekommen. Ja. Aber nur hinten drin stehen wollen wir halt auch nicht. Aber
es wird Phasen geben, wo wir dann halt auch tiefer stehen. Das ist klar. Wir haben das schon thematisiert, dass immer wieder Spiele ausfallen durch Karten oder vielleicht auch durch Verletzungen, wo wir nicht auf den roten Karten rumreiten. Aber ist das jetzt so gut, dass Sie zumindest die Abwehrkette so, sag ich mal, relativ stabil darstellen können, weil eben die Ivanov und Co. alle fit sind? Ja, das ist das. Und der Konkurrenzkampf ist dann schon auch da. Also Saulo Di Carli ist auch fit und das heißt, es ist jetzt auch ein bisschen mehr Dampf auf dem Kessel. Es spielt nicht jeder, der halt direkt gesund ist, sondern jetzt sind die anderen Jungs da. Es ist Konkurrenzkampf jetzt, so langsam kommt der und deswegen bin ich gespannt auch auf das Spiel morgen, wie wir uns dann halt auch so mit dieser Situation dann umgehen. Ja. Dann schaue ich nochmal, wer war schneller? Ich glaube Robert. Die Nase vorn. Das war ein Ficker. Ich habe die Hand nicht runtergenommen. Ah, okay. Dann Sebastian Stiekel. War das eine Frage oder ist die Hand auch noch oben von ihm? Ah, oben, ja genau. Sebastian Griesbeck, hatten Sie gesagt, ist nach Lage der Dinge wieder fit für morgen gehen. Hatten Sie ja, wenn ich das richtig verstanden habe, eher in der Tendenz eher eingeplant für eine defensive Mittelfeldposition. Jetzt hat er nach meiner Einschätzung ein ziemlich starkes Pokalspiel gemacht in der Abwehrreihe. Gilt das nach wie vor eher Mittelfeld als Abwehr oder ist der so nach den Eindrücken vielleicht einer, der dann doch weiter hinten spielt? Er kann beide Positionen spielen und wichtig ist für uns, dass er spielt. Ich glaube, er hat das auch in den ersten Spielen auf der 6 gut gemacht und hat uns gut getan. Und er hat uns dann auch hinten gut getan. Und wo er dann am Ende auftaucht, das werden wir sehen, aber er ist halt für beide Positionen eingeplant. Weitere Fragen? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann vielen Dank und wir sehen uns morgen Abend um 18:30 Uhr zum Heimspiel gegen Pauli.